Teil 2 und somit der letzte Teil von Wir machen Bubble Tea zu Hause selber mit Kappis Eistee. Ich habe jetzt genug Bubble Tea Perlen selber gemacht. Diese müssen wir jetzt mit einem Sieb hier rausfischen. Die meisten sehen echt aus wie Kaulquappen. Ich habe hier eine und will eine probieren. Okay, Angst. Die sehen aber gut aus. Das sind jetzt unsere Wassermelonen-Bubbles und jetzt machen wir unseren Zitronentee. Ein Glas mit Eiswürfeln. Unsere Bubble-Tea-Perlen kommen da oben drauf. Schaut mal. Darauf kommt unser Zitroneneistee. Probieren. Dann schaue ich noch heute Abend bei allen neuen hier vorbei. Geil.